Hallo und schön, dass du da bist zur Wiederjännerlegung 2023. Wir starten gleich los mit dem Licht- und Schattentarot. Was sich bei dir im Jänner zeigen wird, es zeigt sich hier die Herrscherin in der Mitte des Kartendecks und die 7 der Schwerter. Schauen wir rein. Es könnte hier sein, dass sich hier jemand vom Acker macht, dir das aber ziemlich Latte ist. Ja, du stehst hier als die Herrscherin, fühlst dich hier wohl, und wenn sich hier jemand nicht mehr zeigen möchte, nicht mehr interessiert oder wie auch immer, dann könnte es dir ziemlich egal sein. Hier für manche definitiv rein, ja, nicht für alle, für manche. So, ich glaube, man kann dir hier im Jänner sehr, sehr wenig anhaben, auf jeden Fall, ja. Du stehst so über allem drüber. Oh, was zeigt sich hier? Das Gericht. Ja, es kommt hier, glaube ich, es wird dir vielleicht was offengelegt, etwas zeigt sich dir. Hier kommt Klarheit rein bei etwas. Hier kommt Klarheit rein bei etwas, und ich sehe hier, dass du daraus sogar noch weiter wächst, dass du noch weiter dich entfaltest, gerade aufgrund dessen. Hier die Königin der Kelche. Du bleibst entspannt bei etwas. Gewisse Nachrichten, gewisse Dinge, die sich einfach zeigen aufgrund gewisser Handlungen von Personen. Du bleibst hier gelassen. Du regst dich hier nicht über irgendwelche belanglosen Dinge auf. So, diese Haltung, macht, was ihr wollt. Ich fokussiere mich jetzt auf mich. Das neue Jahr gehört mir sozusagen. So, das sind mir jetzt fast zu viele, aber es zeigt sich hier der Narr, ein Herrscher und ein Turm. Oha. Vielleicht kommt da plötzlich jemand. Vielleicht kommt da plötzlich jemand reingeschneit, wenn du hier in deiner vollkommenen Entspannung hier bist. Die 4 der Stäbe, Familie, Freunde. Du genießt das Leben auf jeden Fall. Du genießt hier das Leben. Und kümmerst dich und sorgst dich um dich selbst, was auch immer hier passiert ist, was auch immer du hier vielleicht wahrgenommen hast. Ja, hier kommt definitiv eine männliche Person ins Spiel. Hat sich mir vorher mit dem Herrscher bereits gezeigt. Hier ein König der Münzen, der hier vorwärts macht. Ja, mit den 8 der Stäben, da ist Kommunikation, da sind Treffen, jemand möchte etwas vorantreiben. Noch dazu ist dieser Mensch in einer sehr stabilen Situation, ja, der hat einen sehr stabilen Background hier und möchte hier auch Zeit investieren. Vielleicht hast du ihn auf einem Fest hier kennengelernt, das kann ja durchaus sein, ein Treffen, ein Familientreffen, ein Freunde treffen, ja, was auch immer, hast du vielleicht hier eine Person kennengelernt. Das mag ja auch durchaus der Fall sein. Für manche, die bereits in einer Partnerschaft sind, sehe ich hier, dass sich der Partner jetzt wieder mehr bemühen wird. Ja, im Jänner, dass sich der Partner, er möchte sich wieder mehr in die Familie, in die Partnerschaft hier involvieren, wieder mehr Zeit vielleicht auch aufwenden. So, wir haben hier, ich gebe die dann wieder zurück, sind mir zu viele, aber der Magier, die Liebenden, der König der Stäbe und die 5 der Schwerter. Mir kommt so rein, eine neue Kreation einer Liebesverbindung. Oder überhaupt der Aufbau einer Liebesverbindung, ja, gestaltet sich vielleicht gar nicht so einfach, wie man dachte. Kommt mir das Gegenüber rein, ja? Etwas gestaltet sich hier vielleicht nicht so einfach, wie man dachte. Ein gewisses Kennenlernen vielleicht, ja. Irgendetwas, irgendwo gibt es vielleicht Konflikte, wie soll ich sagen?
Dinge, wo man sich nicht einig ist. Man möchte es aber trotzdem, ja, und es ist ganz normal, dass es Dinge gibt, in denen man sich nicht einig ist, wo man nicht an einem Strang zieht, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Man ist ja immerhin noch zwei Personen und nicht eine. So, da ist das völlig normal. Aber der König der Münzen, der lässt sich auch durch gewisse Uneinigkeiten, Konflikte ja gar nicht aus der Ruhe bringen. Die Gerechtigkeit, sehr spannend, wir haben hier Anfang das Gericht, am Ende die Gerechtigkeit. Mir kommt so rein, etwas zeigt sich, etwas entfaltet sich, etwas stellt sich raus, ja, etwas möchte einfach ans Licht, etwas möchte einfach, ja, eine Wahrheit vielleicht auch möchte hier ans Licht. Und ich sehe hier so Ende des Monats hin Gerechtigkeit und Balance, ja. Vielleicht sprichst du auch, wenn du einen Partner hast, sprichst du auch deinen Partner auf etwas an, ja, was dir persönlich wichtig ist, was deine eigenen Bedürfnisse sind, und sprichst dir deinen Partner auf etwas an und ziehst hier klare Grenzen, du möchtest, dass es dir gut geht, ja, und sprichst ihn auf eine Sache an, die vielleicht nicht so ganz ja, die dich vielleicht gestört hat oder auch die dich vielleicht verletzt hat. Rat des Schicksals, ich sehe die komplette Wendung, also vom Gericht, von der Verlautbarung her, zur Gerechtigkeit, zur Balance, zur Ausgeglichenheit. Ich glaube, hier setzt sich jemand sehr für dich ein, hier bemüht sich jemand wirklich um ein Treffen, um Kommunikation. Ja, wie gesagt, bei denen, die keinen Partner haben, die Single sind, sehe ich hier einfach dieses Loslassen auch, und ich bin es mir wert, zum Beispiel das und das, ich bin es mir wert, dass mir die andere Person schreibt, dass mich die andere Person einlädt, was auch immer. Ihr wisst selbst am besten, womit ihr euch wohlfühlt, ja, und was ihr braucht, und da sagt ihr, das muss es sein und darunter geht nichts mehr. Also ich sehe jetzt hier einen klaren Schlussstrich für euch, für euer Wohlbefinden. Eure Bedürfnisse sind das und das, ja, so diese Klarheit, das Gericht, was ein Erleuchtungsmoment, der euch vielleicht auch hochkommt. Ich stehe jetzt zu meinem Bedürfnis und das möchte ich, und das ist nicht Schweres, was nicht möglich wäre, und darauf bestehe ich auch. Darauf bestehe ich auch. Und ich sehe sehr schön, wie hier das jemand auch für euch tut. Und sich hier bemüht, ja, wirklich bemüht, ob das Zeit ist, ob das Geld ist, kann ja auch irgendwelche Geschenke sein, irgendwelche Ideen. Ja, sehr schön. Hier zeigt sich auch schon die Karte für 2023, der Wagen. Es geht hier gerecht wieder vorwärts. Und muss ich auch sagen, sehe ich hier auch. Wenn es in die Balance kommt, in die Gerechtigkeit, ja, dass beide Kelche sozusagen in Balance sind, das Geben und Nehmen passt, man verletzt sich nicht gegenseitig, hat hier auch was mit Respekt zu tun, geht es hier dann sehr schnell vorwärts und rasant in eine schöne Richtung. Ja, hier zeigt sich nochmal die Kraft, du bist hier stark, ja, du bist hier stark, du stehst zu deinen Bedürfnissen, zu dem, was du gerne möchtest und was dir gut tut, und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay, und dazu darf man auch stehen. So, jetzt legen wir noch eine zweite Reihe mit dem Witches Tarot, um noch tiefer reinzuschauen in die ganze Situation. Ein König der Stäbe, der hat sich ja vorhin bereits mal gezeigt. Ja, es geht ja definitiv, glaube ich, auch um zwei Personen. Um zwei Personen geht es ja auf jeden Fall im Jänner. Die Sieben der Münzen. Vielleicht hat dir etwas zu lange gedauert. Entweder ein Kennenlernen, jemand ist nicht wirklich in die Handlung gekommen, wollte nicht wirklich mehr Zeit vielleicht investieren oder mehr Geld oder was auch immer. Und da sagst du jetzt, da gehe ich raus, ja, ich bin mir das selbst wert. Wow, nochmal die Gerechtigkeit hier und die drei der Stäbe. Die vier der Stäbe hier.
Ich sehe hier wirklich sehr viel Balance, Gerechtigkeit, Erkenntnisse und zwar aufgrund dessen, dass du jetzt standhaft bleibst bei etwas, dass du hier nicht nachgibst. Du sagst, das sind deine Werte, die möchtest du einfach verwirklichen, die möchtest du einfach geschätzt wissen, auch kommt mir rein. Oder vielleicht auch in irgendeine Tätigkeit geschätzt wissen vom Partner, ja, vom Gegenüber. Und wenn das nicht ist, dann muss ich hier Gerechtigkeit walten lassen. Ja, das ist nämlich definitiv nicht gerecht, wenn jemand hier nicht wirklich respektvoll mir gegenübertritt und meine Bedürfnisse auch wahrnimmt. Und da sehe ich, wie du einfach in deine Leichtigkeit, in deine Freude gehst. Und hier, ja, wenn jemand nicht möchte, wer nicht will, der hat schon so in diese Richtung. Ja, diese Einstellung. Mit den drei der Stäben sehe ich aber, dass dieser König der Münzen, ich glaube, der sich hier auch zeigt, eben als König der Stäbe, aber der kommt hier in eine andere Energie, wie man sieht. Aufgrund deiner Entscheidung, hier anfangs noch König der Stäbe, sehr Feuerenergie, ja, vielleicht eine gewisse Affäre, ein gewisses, ja, etwas ging sehr schnell vorwärts, etwas ging hier vielleicht zu feurig, zu flott, ja, und es kommt aber nicht mehr. Es kommt aber nicht mehr und du sagst ja, dann eben nicht. Und ich sehe aber, wie sich jemand, also für die meisten wird das hier die Verwandlung sein, wie dann jemand sieht, wie du dich irgendwie abwendest, dass das für dich nicht mehr so wichtig ist, dann kommt diese Person so richtig in den Modus, hier mehr zu investieren. Bei wenigen bitte ist es so, dass ihr diese Person lässt und hier kommt eine neue, vielleicht kennt ihr diese Person bereits auch schon aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis. Das ist für wenige, ja. Denn diese Person ist auf jeden Fall hier sehr optimistisch euch gegenüber und ja, möchte hier auch vorwärts treten sozusagen, möchte hier auch investieren. Der ist nämlich gar nicht abgeneigt, ja. Vielleicht hat diese Person auch nur auf eure Entscheidung gewartet, dass ihr euch selbst hier respektiert, ja, in Bezug auf jemanden. Was ist hier los? Ja, ich sehe hier eine sehr starke Transformation von entweder zwei Menschen oder ihr lasst hier wirklich jemanden los. Was ich hier aber sehe, ihr als Königin der Kelche, hier als Königin der Münzen. Ihr werdet, ihr festigt euch. Ihr festigt euch und ihr steht zu euch selbst, ihr steht zu euren Bedürfnissen, zu dem, was ihr möchtet. Und hier ein ganz wundervolles Power Couple. Wundervolles Power Couple hier. Ja, das hier vorwärts macht, das hier vorwärts macht und da ist es auch in Balance. Wie ich vorhin sagte, da ist das Ganze in Balance, ausgeglichen, da geht es hier vorwärts. Die Kommunikation ist auch auf Augenhöhe, nehme ich wahr. Ja, und hier geht es dann mit Schwarz und Weiß, mit dem schwarzen und dem weißen Pferd vorwärts in Richtung Zukunft. Ja, und es macht hier gar nichts aus, dass man zwei verschiedene Hintergründe vielleicht hat, vielleicht zwei verschiedene Kulturen, vielleicht zwei ganz unterschiedlichen, der eine ist in der Stadt aufgewachsen, der andere am Land, ganz unterschiedliche Herkunftsarten, macht hier gar nichts aus, denn man sieht hier, der Respekt ist da, die Kommunikation auf Augenhöhe und man bemüht sich, beide bemühen sich hier und man blickt in die gleiche Richtung. Also es ist ganz egal, ob jemand von hier kommt, jemand von hier, wenn man sich hier trifft und man geht gemeinsam vorwärts, dann passt das. Da ist der Hintergrund gar nicht mehr so wichtig. Oh, Wahnsinn, meine Lieben, schaut euch das an. Zweimal der Wagen. Ja, was sag ich? Wahnsinn. Also dieses Power Couple geht hier richtig vorwärts. Wir haben hier die Gerechtigkeit und die zwei Schwerter. Moment. Mir kommt rein. Man weiß, man sieht noch nicht genau, ja genau wie der Weg ausschauen wird, wo es genau hingeht. Aber die gemeinsame Richtung stimmt definitiv. Wenn der Wagen zweimal fällt, dann man kann es vielleicht noch nicht ganz sehen, aber man sieht, es harmoniert, die Kommunikation, die passt und
das, irgendetwas hat hier nicht gepasst, ja? Auf irgendetwas habt ihr länger gewartet. Und das passt, ja, ihr seht, der Partner gibt sich hier Mühe, bemüht sich auch vielleicht, meine Bedürfnisse hier zu verstehen. Und ich sehe hier, dass eine, dass ihr hier auch blind vorwärts gehen würdet, weil ihr einfach seht, das passt alles. Und ihr seht die gemeinsame Richtung. Wie genau der Weg aussieht, könnt ihr noch nicht erkennen, sehe ich gerade. Ja, das macht nichts. Ja, völlig normal, das sind die ganz normalen Schritte des Lebens hier. Vielleicht wird auch eine gewisse Entscheidung fällig, dass man hier woanders hinzieht, wo zusammenzieht, dass hier eine Entscheidung fällig wird. Eine gewisse Reise antritt, eine gemeinsame definitiv. Es geht hier gemeinsam vorwärts. Es geht hier etwas gemeinsam vorwärts. Ja, hier nochmal das Ass der Schwerter, was mir hier doch nochmal zeigt, dass hier eine Entscheidung fällig wird. Also man hat hier vielleicht zwei Schwerter in der Hand, man könnte dieses zücken oder dieses und man entscheidet sich dann für die eine Richtung. Denn wenn man sich nicht entscheidet, stagniert es irgendwo dann mit der Zeit. Diese Phase ist ganz normal, die geht auch sehr schnell, gerade mit dem Wagen. Hier wird eine sehr, sehr schnelle Entscheidung getroffen. Ich sehe so, man hat zwei Möglichkeiten. Vielleicht ist jetzt nur ein Beispiel, man zieht gemeinsam zu ihm oder man zieht gemeinsam zur Dame. Ist jetzt nur ein Beispiel, kann hier alles Mögliche sein und es wird sehr schnell eine Entscheidung getroffen. Das sehe ich hier. Also hier zeigt sich dann diese Schnelligkeit, die du vielleicht hier vermisst hast. Ja, hier sehe ich sehr langes Warten, aber die 7 der Münzen sind hier sehr positiv. Hier hat jemand vielleicht auch im Hintergrund bereits etwas aufgebaut, ein sehr stabiles Fundament. Ich ziehe jetzt noch, Moment, ich habe hier die Glücks- und die Herzkarten nämlich gemischt, zusammengepackt und da ziehe ich euch jetzt noch eine. Sehr viele, aber es geht schon. Hui. Ja, sehr schön. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und ich glaube, das tust du hier. Ja, du entdeckst dich selbst. Das kommt mir rein Anfang Jänner, vielleicht auch schon Anfang Dezember, dass du dich selber hier entdeckst und schaust, was steckt denn wirklich hinter meinen Gefühlen, ja, und du das Ganze hier auch durchblickst, was du eigentlich wirklich möchtest. So, eine Engelskarte noch. Hui. Integrität. Handle entsprechend deiner Wertvorstellungen und deines inneren Wissens darüber, was für dich richtig ist. Ja, besser könnte der Satz hier nicht sein. Wie ich es sagte, deine Werte, das, was für dich sich richtig anfühlt, deine eigenen Grenzen hier zu ziehen. Sehr, sehr schöne und perfekte Karte für diese Legung. Man sieht, sie kümmert sich um sich selbst, sie ist in der Selbstliebe und ja, das erwartet euch hier im Jänner und dann wird sie massiv vorwärts gehen auch. Gut, meine Lieben, das war's. Schaut euch auch euer Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!